Gestatten? Das ist Eule Karma. Karma ist ein Kaninchenkauz, Alter 3 Jahre, Gewicht 180 federleichte Gramm. Hobbys? Meckern, schlafen und die Hunde ärgern. Ja, das wär's. Fast. Hinzu kommen Füße wärmen auf der Heizung und nicht zu vergessen in die Röhre glotzen, denn Karma ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Fernseheule. Perhaps, perhaps, perhaps. Wir mögen alles, was mit Rennautos zu tun hat. Carmelita, Grip läuft. Ja, endlich Grip. Ja, Aufregung pur. Am Anfang hat sie das viel attackiert, auch den TV attackiert. Mittlerweile bleibt sie aber brav sitzen und konsumiert das auch wirklich. Sie guckt sich das wirklich an. Wieso? Weshalb? Warum? Weil Karma eine Wohnungseule ist und bevor gemeckert wird, mit Genehmigung des Veterinäramtes. Denn Karma wurde von Menschenhand bei einem Falkner aufgezogen. Nur leider war sie nicht in die Wildvogelgruppe integrierbar. Deshalb hat Bianca Wiese der Eule vor 2 Jahren ein Zuhause geschenkt. Also wir haben am Anfang gar nicht harmoniert. Sie hat mir beim ersten Date sofort die Nase blutig gehackt. Ich habe sie trotzdem mit nach Hause genommen und wir haben bestimmt 3-4 Tage gebraucht, um erstmal miteinander warm zu werden. Aber das ist das Ergebnis nach der ersten Woche gewesen. Aber jetzt, nach 2 Jahren bei Bianca zu Hause, sind die beiden dickste Freundinnen. Das ist echt eine Zicke jetzt. Ich habe unfassbar viel lernen müssen im Umgang mit ihr und ja, von all ihren Gewohnheiten, die sie da schon mitgebracht hatte. Aber am Ende des Tages ist tatsächlich, glaube ich, die absolute Besonderheit, dass ich nicht gedacht hätte, dass sie als Vogel so sehr an mir hängt, dass sie sich so bindet, dass sie so viel mit mir kommuniziert und auch so viel tatsächlich mitbekommt vom Alltag. Die Hundetrainerin zeigt uns, wie der Tagesablauf mit Eule Karma, Chamäleon und 4 Hunden so abläuft. Eins ist direkt klar, Karma hält den Laden ganz schön auf Trab. Die Wohnung sauber zu halten, auf jeden Fall. Ne? Also sie hat für ihre 160 Gramm verdammt viel Output, verdammt häufig. Und sicherlich auch die Geräuschkulisse. Man muss sehr tolerante Nachbarn haben. Also Lieblingsbeschäftigung ist mit Sicherheit am Fenster sitzen und ein bisschen die Nachbarn anbrüllen. Gerne auch die Kinder. Wir haben ja eine Grundschule in der Nähe. Und wenn die dann alle um 12 Uhr Schluss haben, dann sitzt sie auf jeden Fall die ganze Zeit am Fenster. Ja. Mittlerweile ist die 3 Jahre alte Eule ein Social-Media-Star. Karma hat eigene Accounts und Mama Bianca als Managerin. Die Resonanz war wirklich, wirklich zu 90% positiv. Klar gibt es immer mal Leute, die sagen, wieso hast du eine Eule, das geht so nicht. Aber wenn ich mich erklärt habe, dann versteht auch der Letzte, warum sie eigentlich bei mir ist. Das ist nicht einfach so just for fun. Und ja, mittlerweile haben wir über 60.000 Follower. Sind auf sämtlichen Social-Media-Plattformen zu finden. Und ich glaube, die Leute haben tatsächlich sehr viel Freude. Die meisten kommentieren, dass Karma sie einfach zum Lachen bringt. Und dafür sollte es sein. Karma, der kleine Kaninchenkauz, der nicht mit Artgenossen in Freiheit leben kann und deswegen bei Hundetrainerin Bianca untergekommen ist. So, meine Süße, ich gehe ein bisschen Küken verdienen. Du machst ein bisschen Haier. Jetzt ist hier erstmal Schicht im Schacht, weil nämlich kleine Eulen jetzt schlafen müssen. Bianca und Karma, eine ungewöhnliche Beziehung. Ich mache kurze Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.